Guten Tag. Werkbank. Nein, nein. Ah, nein. Oh. Arbeitsfläche. Nein. Hallo Werkzeugfans. Nein, falscher Kanal. Check. Vollpfosten. Nicht mehr unterbelichte Tiere. Auch nicht hier. Jetzt haben wir die ganzen Einzelständer hingestellt. Und am Ende des Tages ist das hier die einfachste Methode, das zu bauen. Und es ist auch die stabilste Methode, das Ganze zu bauen. Na klar. Tada! Hallo und alle Helden da draußen. Mein Name ist Sebastian und mir fehlt etwas. Und zwar fehlt mir, hört sich komisch an, aber mir fehlt Platz. Und zwar fehlt mir hier an dieser Wand einfach Platz, um etwas hinzulegen. Ich habe keine Arbeitsfläche. Und das fehlt mir total, beziehungsweise ich habe zu wenig Werkbank im weitesten Sinne. Ja? Für mich ist eine Werkbank etwas wie diese 1-Stunden-Werkbank oder die große, schwere Werkbank, die wir gebaut haben. Falls du das noch nicht kennst, verlinke ich dir mal hier oben. Aber aus meiner Sicht gehört in jede schöne Werkstatt auch so eine fest montierte, an der Wand stehende Arbeitsfläche, auf der man auch bauen oder werkeln kann. Und genau das bauen wir heute, oder genau das baue ich heute für dich. Und ich zeige dir, wie du erstens mega einfach, fast ohne jegliche Vorkenntnisse, Nummer eins, eine extrem stabile Arbeitsfläche, schräger Werkbank bauen kannst. Und das Ganze noch mit fast keinem Werkzeug, also zumindest sehr, sehr wenig Werkzeug. All das jetzt in diesem Video. Ich sage immer, wer der Held in deiner Werkstatt, aber um eine Werkstatt zu haben, brauchst du auch ein bisschen Platz. Oder zumindest aus meiner Sicht brauchst du eine Fläche, auf der du etwas ablegen kannst. Nummer eins, du brauchst eine Werkbank natürlich, sowas wie die 1-Stunden-Werkbank oder die schwere Werkbank, die wir mal gebaut haben. Ich verlinke dir das mal hier oben. Und wenn du aber darauf baust, dann brauchst du Fläche, wo du etwas ablegen kannst. Und ich hoffe inständig für dich, dass du den Platz auch hast, um so eine Arbeitsfläche hier hinzubauen. Es muss nicht unbedingt so wie das, was wir hier heute machen, sein. Wir haben hier nämlich 7 Meter in der Richtung und nochmal 5 Meter in der Richtung. Und ich werde dir aber zeigen, wie zwar ich jetzt hier also eine riesengroße Fläche herstelle, aber wie du das Ganze auch bauen kannst, so dass es für dich passt. Das Interessante ist, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, wie ich das Ganze hier baue, ob ich jetzt hier Zapfe machen tue und so weiter. Und ich habe mir gesagt, nein, es geht noch einfacher. Und die Konstruktion, mit der ich das hier heute mache, ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit, das Ganze umzusetzen. Wir werden das heute hier mit 6x8er machen, aber da kommen wir gleich dazu. Erstmal säge ich schon mal ein bisschen was vor. Und zwar eine ganze Menge, weil wir haben hier ganz schön viel. Nämlich wir haben hier 9 Hauptständer, sage ich jetzt mal, und die müssen wir jetzt vorsägen. Das war echt eine Menge Arbeit, beziehungsweise es war echt eine Menge Schneiderei oder Sägerei. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich baue einen mal zusammen und dann erkläre ich euch meine Logik oder meine Konstruktion. Ganz schön kompakt, der Kleine hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Und übrigens, das hier ist das zweite Werkzeug überhaupt, was wir benutzen. Erst die Kappsäge und jetzt genau das hier. Ja, wir haben auch ein sehr gutes Maßband und noch ein Bleistift. Und wenn du dich übrigens allgemein dafür interessierst, welche Werkzeuge und welche Materialien, übrigens auch nochmal, welche Materialstärken wir benutzen, all das findest du unten in der Videobeschreibung. Da findest du übrigens auch alle unsere Lieblingswerkzeuge hier aus der Werkstatt. Und was wir jetzt gemacht haben, ist das Ganze hier zusammen zu bauen. Und das hat jetzt diese Konstruktion. Und machen wir lieber so, diese Konstruktion. Und die ist mega einfach. Wir brauchen genau 4 Schrauben.
Übrigens habe ich hier genommen 6x160 mit einer selbstfräsenden Spitze. Und dadurch ist es so, dass wir bei diesem Holz nicht vorbohren müssen, weil viele garantiert, und die Video wieder drunter schreiben, vorbohren, brauchen wir hier mit diesen Schrauben nicht. Auch die Schrauben findest du unten in der Videobeschreibung. So, 160er haben wir genommen. Wir haben ja 6x8er Balken hier. Und jetzt ist es so, dass ich von hier geschraubt habe und von hier. Auf die Art und Weise ist es so, ich habe hier stumpfe Verbindung. Ist aber überhaupt kein Problem, weil am Ende wird das hier noch an die Wand festgedübelt und von oben kommt unsere Arbeitsplatte drauf. Das heißt, von hier wird immer die Last auf das Ganze drauf kommen. Dadurch wird die Last von diesem Punkt hier lang vermittelt und dann hier in den Boden weitergeleitet. Beziehungsweise, ja, wir haben hier diesen Kraftübertrag. Wir haben hier also keinen Kipppunkt, kein gar nichts, wo jetzt irgendetwas ausreißen könnte. Im Grunde könnte man die Schrauben fast schon weglassen, weil durch die Last wird das nachher selber getragen. Die Schrauben halten es also eigentlich nur am Punkt fest. Das heißt, hier unsere Last, hier die andere Last. Und das Querteil hier ist dafür da, damit hier die einzelnen Füße Stabilität untereinander haben. Weil wenn du vor der Werkbank stehst, sieht das Ganze nachher so aus, würdest du hier gegen den Fuß meinetwegen gegentreten, soll natürlich nicht wegbrechen können. Dafür das Ganze. Falls du dich übrigens fragst, warum hier unten ich das nicht auf Bodenhöhe gemacht habe, ganz einfach. Hier unten habe ich jetzt später die Möglichkeit, Leitungen oder Absaugung oder Ähnliches langlaufen zu lassen unter der Arbeitsfläche, weil hier zwischen sind nachher Schubladen. Das ist also unsere Grundkonstruktion und jetzt werde ich nochmal das Ganze 9-mal bauen. Mann, oh Mann, oh Mann, ganz schön viel Fläche hier. Aber das wollte ich ja so. So, jetzt haben wir unsere Grundkonstruktion fertig, aber noch nicht final. Der Rest kommt an der Wand, also auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt kommt aber erstmal folgender Punkt. Das Ganze wird ja hier so an die Wand rangeschoben und soll dann ja auch fest an der Wand dran sein. Dazu machen wir einfach Folgendes, mega simpel, mega einfach. Wir nehmen wieder unseren Akkuschrauber. Und zwar einen guten Holzbohrer. Bitte nehmt nur gute Holzbohrer. Auch die habe ich dir unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und bohrt einfach hier im oberen Bereich einfach mal ein Loch. So, und das machen wir jetzt mit jedem. Wenn man richtig clever ist. Also, ich habe jetzt gerade hier vorgebohrt auf der Höhe, ihr habt es ja gesehen, ohne das Ganze anzuzeichnen, weil ich gesagt habe, naja, ist ja eigentlich egal, Hauptsache es ist in der Wand drin. Und das Loch ist dafür da, um es jetzt hier in der Wand zu befestigen, damit das Ganze hier nicht mehr nach vorne kippeln kann. Natürlich war ich so clever, weil ich nicht nachgemessen habe, dass ich hier in der Regel mit dem Loch, hier sieht man das, diese Fuge hier treffe. Ergo, ich muss doch mal alles neu bohren, so etwa auf der Höhe. Etwa. Und dann wird es festgemacht. Übrigens ist die Frage, wo zeichne ich eigentlich die Bohrlöcher an? Da könnte ich jetzt 1000 Methoden machen, ich mache es mir aber ehrlich gesagt ziemlich einfach. Ich habe hier ein Loch vorgebohrt, nehme meine Schraube, stecke das Ganze hier durch. Habe hier mir mein Maß genommen an der Stelle, nehme den Hammer, einmal gegen. Jetzt habe ich hier die Markierung und genau da wird gebohrt. Let's fetz. Hulle, hulle. Sagt man das so? Ganz interessant, wir hatten hier übrigens Armierung, glaube ich. Hat den schönen Bohrer aber nicht interessiert. Wenn du wissen möchtest, welcher Bohrer das ist, ich verlinke dir den mal unten. Jetzt haben wir erstmal zwei angebracht, 9 fehlen noch. Das mache ich jetzt gleich in Ruhe. Aber für dich erstmal die Info, du musst das hier nur an genau die richtige Stelle bringen für dich. Ob das jetzt hier unten genau richtig in Waage ist, das können wir später machen. Das ist erstmal völlig egal.
Ja, das machen wir dann. Und du siehst hier jetzt aber auch in der Konstruktion, dass du hier keinerlei jetzt Schwierigkeit in der Lastübertragung hast oder in der irgendwo das Material beschädigst. Ja? Also wenn du jetzt von oben hier meinetwegen selbst einen Schraubstock drauf tust und hier drauf rumhämmerst, dann wirst du einfach von dieser Fläche auf diese Fläche nach unten das Ganze übertragen. Und du könntest jetzt hier auch mit Überblattung Arbeit machen und tun, wirst aber immer eine schwächere Konstruktion haben als das hier. Und wie genau du das hier unten ausrichtest, ist erstmal egal. Hauptsache es ist genau dort an der Wand an der richtigen Stelle. Also hier oben an der Stelle sollte es genau deinen Maßen entsprechen. Ich werde jetzt hier die nächsten 8, 7 Pfosten jetzt erstmal setzen und dann machen wir weiter. Jetzt haben wir die ganzen Einzelständer hingestellt und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass sie hier erstmal gerade stehen. Ja, jede einzelne steht hier an der Wand entsprechend gerade, aber hier vorne ist er noch nicht ganz im Lot. Das heißt, die Wand kann ich natürlich ein bisschen nach vorne und nach hinten gezogen haben. Das werden wir jetzt gleich ausgleichen, aber was wir jetzt hier haben, ist folgendes, erstmal die grobe Unterkonstruktion. Wir haben ja hier jetzt erstmal noch nichts dazwischen. Und wenn wir jetzt einfach hier schon oben die Deckplatte drauflegen, dann haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, auch Schwingungen herzustellen. Und genau deswegen habe ich diese Konstruktion niedriger gehalten, als ich es haben wollte, nämlich um genau 8 cm. Aber wir haben ja hier eine Konstruktion aus 6x8ern und dementsprechend nehmen wir jetzt diesen Balken und tun das hier oben drauf. Nämlich in genau folgender Form. So. So. Und so. So, jetzt kommt das hier so oben drauf, natürlich hier passend. Und jetzt werden die Abstände dann entsprechend richtig gemessen. Und du siehst jetzt hier haben wir Folgendes. Auf die Art und Weise haben wir jetzt hier eine Konstruktion, dass wir hier oben drauf, jetzt hier und ganz hinten, einen durchgehenden Balken draufsetzen. Und dann haben wir entsprechend hier keine Schwingungen mehr. Auch hier dazwischen werden wir entsprechend einen Balken setzen. Und dann haben wir nur noch dieses kleine Kästchen quasi, auf dem die Platte, die einzelne Platte liegt. Aber sieht das am besten gleich. Aua. Kurzer Tipp zwischendurch. Wir haben jetzt ja eine relativ lange Fläche, in dem Fall hier, ich glaube, um die 7 Meter. Wenn du eine kürzere Fläche hast, ist es nicht ganz so relevant, aber schon ein wenig. Nämlich die Frage ist, wie gerade ist der Boden eigentlich? Gerade wenn du zum Beispiel das Ganze in der Garage machst und in der Garage hat einen einfachen gegossenen Boden und da hast du nichts weiter ausnivelliert, dann kannst du natürlich gehörige Unterschiede haben. Und jetzt, wenn du jetzt das Ganze hier immer nur auf den Boden stellst, dann kann das natürlich sein, dass das alles so hoch und runter geht. Dafür macht das Sinn, um erstmal rauszubekommen, wie uneben ist es denn? Wenn du jetzt hier einen Zollstock über hinsteckst, bringt es dir ja gar nichts, weil es ist ja immer noch uneben. Ja? Um zu wissen, ob es uneben ist, machst du Folgendes, nimmst einen Laser, stellst ihn einfach irgendwo hin auf deinem Boden und dann, die Höhe ist auch egal. Ja? Und du nimmst einfach mal den Zollstock und guckst jetzt hier, jetzt haben wir hier 104,5 cm. Dann gehe ich hier hinten hin und gucke mir das auch an. Hier habe ich zum Beispiel 104,5 cm. Und dann gucke ich hier hinten nochmal, beim nächsten Pfosten hier, hier habe ich 104,7 cm. Also hier habe ich 2 mm hoch runter Unterschied. Wir haben über die gesamte Länge hier in unserem Fall wirklich kaum einen Unterschied. Das sind 2, 2,5 mm und die vernachlässige ich einfach, weil das ist am Ende etwas, worauf man einfach nur etwas abstellt oder mal ein bisschen drauf werkelt. Da ist mir das egal. Aber beachtet das bitte bei euch und das sind alles Gründe, warum so ein Laser sich echt bezahlt macht mit der Zeit.
Jetzt haben wir die Grundkonstruktion fertig. Das heißt also, wir haben hier unten die eine Konstruktion und hier oben nochmal die zweite, nochmal eine komplette Scheibe quasi hergestellt. Jetzt gleich kommt hier die Arbeitsplatte drauf, aber ihr seht auch hier, wo jetzt hier gerade an der Stelle, wir haben jetzt hier eine komplette Verbindung, die ganz, ganz stabil ist jetzt hier an der Stelle. Es kann hier nichts abbrechen, nichts machen, nichts tun. Hier kann ich hier an der Stelle draufhauen, wie ich will. Hier ist so, dass ich eine vollflächige Auflage habe. Natürlich gibt es jetzt bestimmt einige von euch, die sagen, na ja, ich hätte das hier doch einfach einschlitzen können oder einzapfen können. Damit hätte ich aber dieses Material jeweils geschwächt. Und am Ende des Tages ist das hier die einfachste Methode, das zu bauen. Und es ist auch die stabilste Methode, das Ganze zu bauen. Weil auf die Art und Weise haben wir jetzt hier ein kleines Rechteck, auf dem das Holz aufliegen wird. Das heißt, wir haben hier die größte Möglichkeit, dass es überhaupt anfangen kann zu schwingen. Du siehst also, wir sind mit der Unterkonstruktion fertig und du hast auch gemerkt, dass wir bis jetzt erst bei zwei Werkzeugen sind, oder zumindest zwei Elektrowerkzeugen. Wir haben eine Kappsäge und einen Akkuschrauber. Die Stichsäge, das war jetzt einfach nur aus Bequemlichkeit, um es an der Stelle schnell zu kürzen, hätte man aber auch ohne Probleme auch unter der Kappsäge machen können. Also wir haben hier wirklich ein Projekt, was du mit unwahrscheinlich wenig Mitteln ganz einfach bauen kannst und keine Vorkenntnisse brauchst. Auf jeden Fall ist diese Konstruktion jetzt soweit fertig. Du kannst als Deckholz natürlich nutzen, was immer du möchtest. Du kannst da Echtholz drauf machen oder du kannst zum Beispiel auch ganz viele Latten hier hintereinander drauf machen. Das wird aber, glaube ich, relativ teuer. Du kannst natürlich auch OSB drauf machen und so weiter und so fort. Wir wiederum werden Multiplex hier drauf bringen. Ihr kennt uns ja. Wir sind die Multiplex-Fraktion. Und das heißt, hier kommen 40 mm Multiplex drauf. Das ist übrigens im Grunde dieselbe Werkbank, wie ich sie auch schon in der alten, kleinen, kuscheligen Werkstatt gebaut habe. Und dazu werden wir jetzt erst einmal das Multiplex zusägen und dann kommt es schon drauf. Jetzt haben wir die ganzen Arbeitsplatten drauf. 40 mm Multiplex ist so ein schönes Material. Es sieht auch unwahrscheinlich wertig aus. Das ist so ein bisschen wie bei einer Küchenarbeitsplatte. Gibt es ja auch 38 und 28er. Und die 38er sehen einfach besser aus in der Küche. Und hier unsere 40er Platte. Ein Traum. Ja, das sagt selbst unsere Kammerfrau. Ja, sehr gut. So, jetzt wollen wir das Ganze festmachen. Und ihr kennt ja meine drei Akkuschrauber. Theorie oder meine drei Akkuschrauber vorgehen. Und zwar Nummer 1, einen Akkuschrauber mit einem Bohrer, Nummer 2 hat einen Senker und Nummer 3 ist der Bit. Hier ist der Bit drin. Wir haben hier aber Multiplex. Multiplex braucht man in den Dimensionen, die wir hier schrauben, nicht vorbohren. Das heißt, den brauchen wir nicht, aber dafür auf jeden Fall Multiplex immer senken. Wir haben hier einen wunderschönen Senker. Ich hoffe, die Kamera kriegt das drauf. Ja. Ein wunderschöner Senker. Übrigens, wenn ihr genau diesen Senker haben wollt, weil den nutze ich seit Ewigkeiten, habe ich euch auch unten verlinkt, der ist nämlich von Festool. Der ist wirklich ein Traum, das ist wirklich schön. Ich weiß, es gibt auch Bohrsenker, aber das nutzen wir nicht und brauchen wir auch in diesem Fall wirklich nicht. Na, dann wollen wir doch mal festschrauben. Ach, apropos, wir schrauben jetzt hier nicht 1000 Schrauben rein, sondern es reicht völlig, wenn wir auf einem solchen Feld da 6, 7 Schrauben drin haben, das reicht völlig aus. Und noch ein Hinweis, da jetzt ganz viele bestimmt sagen werden, oh, man kann doch auch von unten schrauben. Nein, also ja, das kann man machen, aber das ist eine Werkbank, darauf wird auch gewerkelt. Und hier werden bestimmt auch Lackflecke drauf sein oder sonst irgendwas, irgendwann einmal. Ich muss sagen, bei mir zu Hause, oder bei uns zu Hause, ja, bei der Werkbank, die ist immer noch in einem super Zustand, wo wir ja 5 Jahre drauf gewerkelt haben. Aber da ist auch schon mal der ein oder andere Einschlag drin, dann schleift man es halt weg. Ich bin der Meinung, von oben schrauben ist völlig okay in dem Fall.
Wie sagte ein sehr weiser Mann einst, und fertig ist der Bums. Und ich muss euch sagen, ich denke, viele von euch werden bestimmt in die Kommentare schreiben, vielleicht hätte ich lieber verzapft gemacht und getan. Aber bedenkt die gesamte Konstruktion einmal, und ich habe wirklich lange, ich würde sogar sagen, ich habe Wochen darüber nachgedacht, und mir ist keine bessere Konstruktion eingefallen als diese hier. Natürlich kann man versuchen, irgendwie Material zu sparen und hier und da. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte hier etwas haben, was auf keinen Fall schwingt, wirklich einfach ist und was du mit ganz, ganz wenig Werkzeug machen kannst. Das heißt, dass ihr es möglichst einfach auch nachbauen könnt. Und wer jetzt noch sagt, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, also dann weiß ich wirklich nicht, einfacher als das geht es gar nicht. Ja? Und was haben wir geschaffen? Wir haben jetzt diese riesige Arbeitsfläche hier geschaffen und das mit wirklich wenig Aufwand. In Summe würde ich sagen, war das vielleicht ja mal ein Arbeitstag hier. Und das Ganze hätte ich sogar eigentlich alleine geschafft, bis auf die Platte tragen. Da brauche ich natürlich Sandra. Und übrigens natürlich, das ist nur der Anfang. Sogar in zweierlei Hinsicht. Nummer eins, natürlich werden wir hier unten weiterbauen. Ergo, hier haben wir natürlich super viel Platz für das Thema Schubladen. Wir werden also mal wieder Schubladen bauen. Wir müssen uns natürlich auch noch da hinten wieder schließen. Wir werden das auch noch eine wirklich schöne, mit einer schönen Front versehen. Und natürlich geht es hier drüben auch noch weiter. Das heißt, das Ganze geht bis hier vorne weiter. Ergo, wir werden auch eine neue Kappstation bauen. Das heißt nicht, dass die hier vergebens war, sondern wir werden ja da hinten noch so viel bauen müssen. Da müssen wir das Ding eh nach da hinten transportieren und dann machen wir was anderes. Schauen wir mal. Hier bauen wir eine schöne Kappstation. Für heute ist jetzt aber erstmal Schluss. Ja? Ihr geht jetzt raus, baut so eine schöne Werkbank und für euch erstmal, jetzt heißt es abschalten. Und wer der Held in deiner Werkstatt?